So, hier ist wieder The Rock. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie ihr eine Original-Firmware von Samsung auf euer Galaxy S6 flashen könnt. Entschuldigt die kleinen Verwackler im Video, weil ich nehme das Ganze mit dem S4 auf. Das andere S6 ist gerade nicht zugegen, daher auch keinen optischen Bildstabilisator. Und ich muss das Ganze mit der Hand halten, da ich auch noch kein Stativ habe. Okay, wir laden uns als erstes von XDA das Tool Samsung Firmware Downloader and Checker runter. Das werde ich im YouTube, auf meinem YouTube-Kanal verlinken in der Videobeschreibung. Das Ganze sieht so aus. Dann geht ihr auf der Version 3.4, ladet das Ganze runter, Datei speichern. So, das wäre dann schon abgeschlossen. Dann laden wir die PC-Software von Samsung runter, und zwar Odin, mit der geflasht wird. Auch das werde ich verlinken in der Videobeschreibung, dass ihr euch das runterladen könnt. Geht auf den Link, ladet die Datei runter, könnt das Fenster schließen. Dann haben wir hier schon Odin. Ihr könnt es ruhig im Download-Ordner entpacken. So, ich mache das jetzt nicht, da wir das Ganze ja schon haben. Ihr könnt es entpacken. Auch den Samsung Firmware Downloader müsst ihr entpacken. Den habe ich aber theoretisch auch. Ich sehe ihn aber jetzt hier nicht. Ich entpacke ihn hier einfach nochmal. So, hier entpacken. Das dauert ganz kurz. So, das Ganze sieht dann so aus. Dann könnt ihr Samsung Firmware als Administrator starten. Und dann überprüfen wir erstmal, ob ein neues Update verfügbar ist. Bezüglicherweise, ob ihr auch das letzte findet. Das Ganze sieht dann so aus. Hier oben gebt ihr euer Modell ein. In dem Fall wäre das SM-G. Da wir die freie Firmware haben wollen, nehmen wir DBT. DBT. So, lassen das alles automatisch machen und schauen jetzt mal unter Check Update, ob er was findet. Er checkt und hat was gefunden. Die letzte offizielle 5.1 Software. Dann könnt ihr auf Download gehen. So, sucht noch den Ordner raus, wo es gespeichert werden soll. Ich sage jetzt einfach mal, klatsch mir das Ganze auf den Desktop. Und fertig. So, der Download geht über dieses Tool schneller als über die Samsung Firmware Webseite. So, ich werde jetzt hier aber einen kleinen Cut machen, damit ihr nicht den ganzen Download mit ansehen müsst. Ja, ich habe den Download jetzt mal pausiert, weil die Dateien habe ich ja schon auf dem Rechner. Wenn der Download fertig ist, klickt ihr hier auf Decrypt. Dann wartet ihr auch, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Dann habt ihr nachher in eurem Ordner oder auf dem Desktop, wo ihr die Dateien jeweils abgespeichert habt, zwei Dateien hinterliegen. Das ist einmal die gedownloadete ZIP und dann die entkryptete, nenne ich es jetzt mal, Version der Software. Gut, wir können das jetzt zumachen. So, dann starten wir einmal Odin. Das habe ich in meinem S6-Ordner gepackt unter dem Punkt Root. So sieht das Odin dann aus. Bei euch wird 3.10.7 stehen. Auch das starten wir als Administrator. So, mal schauen. Zack. So, das Ganze sieht dann so aus. Ihr habt hier das Feld AP. So, wir gehen aber erstmal auf den Punkt Option. Haken bei Auto Reboot und F-Reset Time sind drin. Das kann alles so bleiben. Klicken jetzt auf AP und navigieren zu dem Ordner, wo wir die gerade geladene Firmware hingepackt haben. Das wäre in dem Fall hier unten. Da haben wir sie. Wählen sie aus. Gehen auf Öffnen. Und das dauert jetzt so eine Minute, bis er die da reingeladen hat.
So, wir stecken am PC das Original-USB-Kabel dran, haben hier das Handy liegen, das Original-Kabel. So, schalten das S6 schon mal aus. So, gucken, ob ich da ein paar Schärfer verstellen kann. Ja, ein bisschen. Das S4 hat so Probleme, ey. So, jetzt lassen wir das so fertig. So, da wird das Programm noch reingeladen und das S6 können wir jetzt in den Download-Modus starten. Dafür muss ich die Kamera aber auf Seite legen. Ihr drückt dann den An-Knopf, den Home-Knopf und die Leiser-Taste so lang, bis der Download-Modus erscheint. Ich versuche das jetzt mal so zu machen. Alle drei gleichzeitig drücken, bis dieses Bild erscheint. Dann könnt ihr mit lauter nach oben bestätigen. Ja, ich entschuldige nochmal die schlechte Videoqualität, aber es geht gerade nicht anders. So, das Programm wird noch eingeladen und sobald das da auftaucht, werden wir das S6 mit dem PC verbinden. Nachdem ihr Volume abgedrückt habt, seid ihr halt im Download-Modus. Das könnt ihr an dem Downloading-Schriftzug erkennen. So, die Firmware wurde eingeladen. Und jetzt verbinden wir das Handy mit dem PC. Oh Mann. Mit einer Hand ist das alles ein wenig schwerer. So, und schon ist es registriert. Auf der ersten Seite unter Log könnt ihr Edit sehen. So, ich flash jetzt logischerweise nicht, aber ihr klickt dann auf Start. Wenn das ganze Prozedere durchgelaufen ist, startet euer Handy automatisch neu. So, wenn das Handy das erste Mal hochgefahren ist, so, ich lösche das jetzt hier wieder raus. Wenn das Handy das erste Mal hochgefahren ist, schaltet ihr es wieder aus, macht den gleichen Affengriff, nur nicht die Lautstärketaste nach unten, sondern nach oben. Dann kommt ihr in ein Recovery rein. Mein Recovery sieht jetzt anders aus, daher kann ich euch das nicht so zeigen. Das ist ein dunkles Fenster, dann stehen hier mehrere Sachen. Ganz oben steht Reboot System Now, dann Wipe Data Factory Reset. Ihr navigiert mit der Leiser-Taste zu dem Punkt Wipe Data Factory Reset oder Factory Reset. Eins von den beiden ist das. Navigiert dahin, bestätigt mit der Power-Taste. Dann fragt er nach Yes. Klickt so weit runter, geht auf Yes und lasst das Programm durchlaufen. Wenn das durchgelaufen ist, steht er wieder oben bei Reboot System Now. Drückt wieder die Power-Taste zur Bestätigung und das Handy fährt hoch und hat einen kompletten Werksreset gemacht. Also sichert vorher eure Daten. Ja, und schon habt ihr die deutsche brandingfreie Firmware drauf. Ja, und dann sollte auch Videotelefonie funktionieren, für die, die das Problem vorher mit der gebrandeten Software hatten. Ja, ich danke euch fürs Zugucken und ja, für Fragen sind die Kommentare da. Bis später.